Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute zeige ich euch meinen Mama-Alltag und meine Putzroutine und wir legen direkt los. Unser Tag startet um 7 Uhr morgens, da wecken uns die Kinder und das Erste, was wir machen, ist Zähne putzen, uns frisch machen. Danny bereitet in der Zwischenzeit die Frühstücksboxen vor, da wechseln wir uns immer ab. Wir sind mittlerweile ein richtig gut eingespieltes Team und ich tue jetzt erstmal meine Kontaktlinsen rein, ansonsten sehe ich überhaupt nichts. Danach ist meine Skincare-Routine dran. Ganz wichtig, Augencreme, eine gute Tagespflege und ein Serum. Was ich momentan auch regelmäßig verwende, ist ein Gesichtsspray mit Rosenwasser. Das spendet dann auch nochmal Feuchtigkeit. Dann werden die Kinder angezogen. Bei Ilia funktioniert das mega easy. Ich suche ihm einfach irgendwas raus. Bei Ilana ist das ein wenig komplizierter. Jetzt noch Haare kämmen und dann sind die Kinder ready. Übrigens sucht sich Ilana immer ihre eigene Frisur aus. Heute wollte sie gerne einen Flechtzopf haben. Danach geht es für uns alle runter und ja, die Kinder schleppen ihre Kuscheldecken überall mit hin. Die Kinder haben dann ein wenig Spielzeit. Ilia spielt momentan total gerne mit Gummihandschuhen und Ilana mit ihren Barbies. Ich bereite in der Zwischenzeit die Lunchboxen vor. Wir müssen für die Kinder Frühstück und Mittagessen einpacken und Danny ist jetzt dran mit Fertigmachen und Anziehen. Alles wird dann schön ordentlich in die Kindergartentaschen gepackt, auch Wasserflaschen und dann bin ich auch schon fertig. Die Kinder haben beim Zähneputzen richtig gut mitgemacht, deswegen gibt es einen Daumen nach oben und einen Stern. Und zwar ist das eine Belohnungstafel und das funktioniert wirklich richtig gut. So sind die Kinder auch motiviert und machen immer toll mit. Wenn sie insgesamt 5 Punkte gesammelt haben, dürfen sie sich ein Buch im Spielzeugladen aussuchen. Danny fährt dann die Kinder in den Kindergarten und ich bereite uns Frühstück vor. Ganz wichtig, Kaffee. Also ohne Kaffee kann ich nicht gut in den Tag starten. Darauf kann ich überhaupt nicht verzichten. Wir sind da auch noch richtig oldschool und trinken am liebsten Filterkaffee. Wir haben uns für das neue Jahr vorgenommen, uns ein wenig gesünder zu ernähren. Deswegen gibt es heute zum Frühstück griechischen Joghurt mit verschiedenen Nüssen, Müsli, Leinsamen und Apfelstückchen. Ich bin wirklich so kaffeeverrückt. Alleine der Duft macht mich richtig happy. Danach frühstücken Danny und ich gemeinsam. Wir quatschen ein wenig, tauschen uns aus und gehen gemeinsam den Tag durch. Ich trinke dann noch gemütlich meinen Kaffee aus und nehme mir Zeit für euch. Ich lese all eure Kommentare auf YouTube, Instagram und TikTok durch und beantworte eure Fragen. Nach dem Frühstück fängt Dannys Arbeitszeit an, er geht E-Mails durch und arbeitet an seinem neuen Projekt, wovon wir euch ganz bald erzählen können. Und für mich heißt es putzen und aufräumen. Ich fange im Schlafzimmer an und gehe dann Raum für Raum durch. Ich mache die Betten, wische Staub und staubsauge. Die Wäsche ist eine Never-Ending-Story bei uns. Es ist wirklich täglich etwas wegzuräumen, Wäsche zu waschen, die Waschmaschine ausräumen oder Wäsche aufhängen. Wenn ich mit der oberen Etage fertig bin, geht es runter in die Küche und da muss ich erstmal die Spülmaschine ausräumen, dann einräumen, mache die Flächen sauber und sauge einmal komplett durch. Thank you.
dieser Anblick macht mich einfach nur glücklich, ordentlich und sauber. Wenn ich mit meinem Haushalt fertig bin, tue ich natürlich auch was für mich selbst, wie zum Beispiel Hula Hoop oder ich gehe ins Fitnessstudio oder mache Yoga. Danach gönne ich mir eine schöne lange Dusche und mache mich ready für den Tag. Ich ziehe mich an, kämme meine Haare und schminke mich. Wenn ich mit allem fertig bin, heißt es auch für mich ran an die Arbeit. Wir gehen gemeinsam Termine und Anfragen durch, besprechen Projekte und machen eine Contentplanung. Später holen wir dann noch die Kinder ab und unternehmen etwas Schönes. Danke fürs Zusehen, ihr Lieben.